Hallo zusammen. Na, was sagt ihr? Sieht doch klasse aus. Und wie geht sowas? Bleibt dazu einfach dran. Viel Spaß. Wer kennt die nicht? Die Huawei Watch Classic. Mit Hilfe der Elektrolyse will ich die klassische Variante in was Edles verwandeln. Und zwar vergolden. Und nein, das ist keine Farbe, sondern echtes Gold. Leute, ich stelle hier nur grob die Richtung vor. Wenn jemand die mobile Tampon-Galvanik interessiert, soll schon tief in die Materie einblicken. Und da empfehle ich euch eine Person. Den Link findet ihr in der Infobox. Man sieht, dass es auf YouTube nicht so ankommt. Deshalb werde ich kein weiteres Video der Tampon-Galvanik widmen. Falls ihr trotzdem sehen wollt, wie und was alles möglich ist, so folgt mir auf Instagram, Link unten in der Infobox. Da vergolde ich immer wieder unterschiedliche Gegenstände. Ich blende meine Resultate im Laufe des Videos mit ein. In erster Linie, wie immer, das zu beschichtende Werkstück sauber halten. Dazu gehören natürlich Handschuhe. Das Lederarmband sollte natürlich abgemacht werden. Geht bei Huawei ganz leicht. Schritt Nummer 1. Die Uhr sauber polieren und im Anschluss mit diesem Elektrocleaner entfetten. Das geschieht auch stromlos. Nicht vergessen, danach mit destilliertem Wasser gut abspülen. Zweitens, das Werkstück mit Hilfe diesem Elektrolyt aktivieren. Das geschieht bei ca. 4 bis 5 Volt. Bitte auch jede Fläche zweimal durchgehen. Sicher ist sicher. Krokoklemme vorsichtig ohne Zerkratzen leicht gewölbte Seite an das Gehäuse, damit ein Kontakt zustande kommt. Nur so habt ihr einen Kreislauf zwischen der Krokoklemme und die Elektrode und das Elektrolyt. Wieder abspülen und zum nächsten Schritt. Vergolden. Da empfehle ich, mit 5 bis 6 Volt anzufangen und langsam eine dünne Schicht auf das Edelstahl, damit das Gehäuse einen kleinen Schutz hat. Erst wenn ihr einmal jede Fläche durch habt, bitte das Ganze so oft wiederholen, bis ihr der Meinung seid, das würde reichen. Eine kleine Formel zur Schichtdicke. Eine Minute auf der Fläche ca. 1 Mikron. Und bleibt bitte nicht auf der Fläche nonstop stehen, sondern schnelle Bewegungen. So sieht doch schon mal ganz gut aus. Natürlich könnt ihr mit der Voltzahl langsam hochgehen, um die Abscheidung zu beschleunigen. Aber übertreibt es nicht, sonst kriegt ihr Brandflecken. Letzter Schritt, aufpolieren. Nun kommen wir auch schon zum Ende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf Wiederhören. Ciao.